Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, heute dabei Mari. Und zwar bauen wir weiter an meiner neuen Maschine, mit der es jetzt um die Welt gehen soll, beziehungsweise erstmal durch Europa. Ich bin unfassbar aufgeregt und eigentlich wollte ich gar nicht spoilern. Und jetzt sehe ich aber gerade, dass ich den Tank hier in der Hand habe. Es geht weiter um die Welt mit der XT550 Yamaha bis Klonki ist über den... Über die große See geschaut hat. Die ist noch ein bisschen schwer am Schaukeln und dann ist sie auch bald da. Und dann. Ja, genau, und dann geht's weiter um die Welt. Ich bin sehr aufgeregt und bin Marien natürlich sehr, sehr dankbar, weil ohne sie und ihre Familie wäre das so niemals möglich gewesen. Und jetzt gehen wir zur Seite und gucken uns das Motorrad an. Tada! Also ein ganz, ganz altes Motorrad, mit der ich sehr, sehr viel schon erleben durfte. Ich war damals mit der XT550 in Afrika unterwegs und ich habe ein paar einzelne Teile meiner XT mitgenommen, denn die ist damals leider Tankstelle abgebrannt. Und es gibt aber einzelne Teile, die mir enorm viel bedeuten, damit ich sagen kann, so ey, das ist mein Bike, so mit dem fühle ich mich jetzt im Moment wohl. Und dazu gehört natürlich der Tank, mit dem ich damals in der Westsahara unterwegs war. Und deswegen sagen wir heute, wir schrauben ein bisschen rum und vor allen Dingen erstmal gucken, wie viel Rost da so mit da rauskommt. Da ist drin. Okay. Okay, das sieht übelst sauber aus. Ja, das sieht voll gut aus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wenn da jetzt übelst so rostiger Scheiß rauskommen würde, wäre es halt mittelmäßig geil. Und was halt auch gut ist, ist, dass das halt alles super oberflächlich ist. Das bedeutet, erstmal Steine rein, Benzin rein, schütteln, den ganzen Scheiß da rein, dann Filter einbauen und schauen, dass der Filter natürlich dafür sorgt, dass das ganze Rost, was denn theoretisch noch über ist, was hoffentlich nicht viel sein wird, nicht in den Vergaser gelangt. Und wenn es in den Vergaser gelangt, weißt ja, wie man dann gibt es genau eine Sache, die ich kann. Vergaser, Leute. Habt ihr auch Benzin zu finden? Ja, bestimmt. Oder nicht? Oder wir zapfen hier ein bisschen was ab. Ich weiß das doch auch nicht. Hey, kannst du noch einfach hier was von abzapfen? Wir haben auch noch einen anderen Tank da, einen großen Plastiktank. Der für Reisen eigentlich geeignet ist, weil da mehr Platz drin ist, aber der ist aus Plastik. Das heißt, du hast mehr Liter, aber der hat nicht den Style. Wir können ja mal eine kleine Umfrage machen. Stimmt, welchen findet ihr also besser? Warte. Wir haben drei verschiedene Tankmöglichkeiten. Also. Der Tank, der mit mir damals in Afrika unterwegs war, mit dem ich durch die Westsahara gefahren bin, die Maschine, die abgebrannt ist, wo so viel Liebe drin steckt. Dann der Tank, den muss ich sagen, finde ich persönlich auch wunderschön. Der ist echt schön. Der hat so ein bisschen diesen Oldschool-Style. Ja. Und wir können ja gleich mal reingucken. Ich glaube auch, dass der von innen deutlich besser aussehen wird. Und dann den weißen Tank. Oh, und hier ist auch noch das Handbuch. Oh, richtig gut. Das hat mir wirklich in Afrika damals in Marokko einfach anders den Arsch gerettet. Ich dachte, du hast es da jetzt so ein bisschen. Ja, gib her, warte. Achso, okay, wir machen das zusammen. Aber das sieht man nicht. Warte mal. Achso, warte, ich halte, du machst. Oder andersrum. Okay, du hältst. Ich halte, du machst. Okay, okay. Das geht ja nichts mehr. Ja, das ging ja nicht. Der dreht sich aber von alleine immer mit, oder nicht? Nee, jetzt ist ab. Hä? Oh. Alter, die Power weiter. Das ist. Das ist enorm viel Rost. Ja, okay, weil der Leute mal. Oh, der sieht auch, der hat auch wirklich was, ne? Oh, der. Mit dieser alten Schwester. Oh, das ist auch irgendwie. Das ist irgendwie auch oh, geil, irgendwie hat das auch was, ja. Vielleicht sollte ich den nehmen. Hier ist ein bisschen. Oh, guck mal, da unten in die Ecke. Guck mal, da unten in die Ecke. Okay, wir sollten alles in einem vielleicht den hier nehmen. Okay, ich glaube, das langt. Oh, guck mal, das hat schon was gebracht hier. Was? Boah! Digga! Was machst du da? Warte! Jetzt! Einmal mit Äpfchen schreiben! Ich mach den, Alter. Damit kenne ich mich aus. Okay. Da bin ich stolz auf mich. Bist du stolz auf mich? Da bin ich stolz, da bist du stolz auf mich. Jetzt wird mir hier eine Tür geschlagen. Okay. Da ist, glaube ich, 12, oder? Ja.
Hä, doch, den Tank hatte ich doch schon mal ab, als ich ganz klein war. Ja? Sechs Jahre oder so. Wollen wir vielleicht vorne? Ja. Warte. Wie ging das noch? Ich glaube, man muss oben so schräger machen, ne? Von oben? So? Nee, warte. Ja, doch, warte. Es ist eine, also auf meiner Seite ist eine 10 von 10. Na gut, dann ist das okay. Ja, sieht super aus, bin ich stolz auf dich. Stolz auf dich? Ich bin stolz auf dich. Oh, das hat gut gemacht. Boah, ja, das ist auf jeden Fall schon deutlich mehr mein Style. Mhm. Probier erstmal, ob das da passt. Perfekt! Wenn ihr das jetzt sehen könntet. Oh, wenn ihr das sehen könntet, was ihr hier gerade gebaut habt, Leute. Dann werdet ihr das schon. Ist perfekt. Okay. So, jetzt haben wir die einen oder anderen Sticker schon mal abgenommen. Och, da oben sind ja immer noch welche. Ich hab Black gefunden. Also schwarz oder weiß, würde ich auch sagen. Ja, ich guck mal, wie wir die Kabel haben. Dann sollte ich vielleicht... Was hast du? Du hast das ja noch gar nicht. Achso, ja, ich... Nee, ich habe schon zwei Sticker, habe ich schon abgemacht. Oh, erstaunlich gut. Boah, guck mal, wie das abgeht. Boah, das ist es. Oh. Und dann können wir uns einfach... Wollen wir denn eigentlich kommen? Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt richtig erkennen kann. Aber wir versuchen jetzt einfach nur ein bisschen das Ganze anzurauen. Und ganz ehrlich, wenn da die Farbe auch wieder abgeht, dann ist das so. Dann kommt da drunter ein bisschen Rot zum Vorschein. Wir mögen ja auch den Ranz ganz gerne eigentlich. Wir probieren jetzt einfach. Aber nicht gegen mich. Ja, ich... Oh, ich lieb's. Du musst ein bisschen weiter weg. Oh, ja. Weißt du, so schön weiter weg? Ja, genau. Oh, ja, ich mag's. So richtig ranzig, nur so halb. Siehst du, was ich meine? Mhm. Ja. Oh, das riecht gut. Oder nicht? Nimm nicht zu viel davon. Let's go, Mari. Warte, ich mache hier wieder ein bisschen Wedler. Dass das hier nicht so reinwedelt. Oh nein, jetzt habe ich ja das schöne Rot übersprüht. Hä, ist ja voll cool. Ich feier's. Ich auch. Damit hat man nämlich noch ein bisschen dieses Rot, was ich sonst vermisse. Wenn es mir nicht gefällt, dann geht man halt einmal mit einer schwarzen wieder drüber. Eben, fertig. Damit hat man halt diesen Ranz-Look geschaffen, den ich total gerne an alten Maschinen mag. So, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt bei dem Video, dass ihr das Ganze hier begleitet habt, dass ihr so fleißig und aktiv seid, dass ihr das ganze Projekt irgendwo auch mit unterstützt und die Reise so verfolgt, wie es auch weitergeht jetzt nach Portugal, Kroatien, Island, wo auch immer die Reise hingeht. Ich will nochmal ein ganz, ganz großes Danke sagen an Mari und ihre Familie und ja.